Wusstest du eigentlich, dass es auch was gibt, womit du dein Gehalt steuerlich optimieren kannst, ohne dass das zusätzlich zum schon bestehenden Gehalt gezahlt werden muss, wie das ja bei den ganzen anderen Sachen immer Oh, ist? cool, erzähl mal. Vielleicht bekomme ich meinen Chef ja dazu Ja, bewegt. man kann auch eine Entgeltumwandlung in betriebliche Altersvorsorge machen. Das kürzt man auch BAV ab und das ist dann zum Beispiel eine Direktversicherung. Okay, und wie funktioniert Dein das? Arbeitgeber und du, ihr teilt euch dann quasi die Beiträge zu dieser Versicherung, denn der Arbeitgeber muss das bezuschussen. Dabei wird dann ein Teil deines Bruttogehalts umgewandelt in diese Beiträge und die sind dann steuer- und sozialversicherungsfrei. Und die Zuschüsse von deinem Arbeitgeber, die sind auch steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn er mindestens 15% des umgewandelten Betrags zuschießt, aber maximal 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung pro Kalenderjahr. Ah, okay. Und gibt es da noch andere Voraussetzungen? Ja, das muss monatlich passieren, also nicht nur einmal. Ich frag doch deinen Chef einfach mal, ob die BAV schon bei irgendwem anders haben, dann wissen die schon, was zu tun ist dafür. Top, danke. Weißt du das auch schon wieder von Willi im Steuern? Was glaubst du denn?